Fick die Mucken da. So, wir nehmen noch mit dich. Und wir nehmen mit dich. Was nehmen wir noch mit? Dich nehmen wir mit. Euch zwei nehmen wir auch noch mit. Ja. Genau. Dich nehmen wir noch mit und dich nehmen wir noch mit und dann schauen wir mal, was wird. Forschung abgeschlossen. Forschung? Hä? Ach ja, richtig. Ja. Kann ich zwar forschen? Nein, scheiße. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. Steigt in. Warum ist alles so langsam? Ah ja, richtig, weil ich ja alles nur auf langsam gestellt habe. Konstruktion abgeschlossen. Du baust da noch einen Turm hin. Wahrscheinlich krieg ich gleich wieder irgendwelche neuen Überwaffen und darf nochmal alles abreißen, neu aufbauen. Dahin. Da oben muss ich auch noch was unternehmen. Das sieht so einfach nichts aus. Konstruktion abgeschlossen. Yes. Ach ja. Ja, das sind ja so viele. Okay, das ist ganz schnell. Nein, den wollen wir jetzt gleich wieder abreißen. Brauchen noch mehr Raketentürme und... Ist schon voll? Dann nix wie ab damit. Basis kann ich ja später weiterbauen. Ist es nicht irgendwie wie... Dich. Ah, was mache ich als nächstes falsch? Ah, ich muss mir Sicherung ziehen. Das wird es nix. Ah, Blechhütten zum Kaputtschießen. Ah, wie sie lieb. Okay, zwei. Nein, ihr seid nicht alle eins. Oh ja, repariert doch erstmal den ganz, den wo noch halbwegs ganz ist und nicht den, wo kaputt ist. Okay. Oh, ich habe mal wieder Hintergrundmusik. Schöne Sache das. 13, 13, 4. Machen wir die da. Komm, ich habe nicht ewig Zeit. Oh, ich habe nur noch 26 Minuten. Da schießt mir irgendwas kaputt. Mich so vorbeischießen einfach nur aus 2 Metern Entfernung. Ja, ja. Im Jahr 2000 ist es möglich, mit einer Bombe aus 10 Kilometern Höhe exakt in ein Gurkenglas zu schmeißen. Bis im Jahr 2100 ist diese Technologie allerdings verloren gegangen. Das ist auch bei Star Trek so. Das geht nicht mehr punktgenau, nein. Da fliegt die halt einfach mal einen Kilometer vorbei. Oh, die ihren scheiß Bussen da immer. Sind wahrscheinlich noch kleine Kinder drin oder so und schreien dann immer, wenn man sie kaputt schießt. Ah, gibt's da nicht irgendeinen Mod, der sowas macht? Oh, die Geschütze da haben nix und. Ach, es ist doch einfach nur zum. Oh, blast die mal weg da. Oh komm, das sind ja irgendwelche billigen Jeeps und ein paar Leutler, die da rumlaufen. Oh, und deine Basis. Wo ist bestimmt keine Art. Ein Feuerwehrauto? Nö, kein Flammenwerfer drauf. Du liest das kein Feuerwehrauto. Schießt er mit Wasser? Nein, Moment, irgendwas. Ich erzähl schon wieder irgendwelchen Blödsinn, der überhaupt keinen Sinn ergibt. So wie immer, ha! Scavenger-Basis entdeckt. Boah, wie viele Basen haben denn die schon wieder? Diese. Oh, jetzt hätte ich fast schon wieder so eine Spielstunde überspeichert. Ah! Warum macht der nicht da unten weiter mit Mission 10? Ah, scheiße, Dreck. Oh, fuck off! Fahr doch mal weg! Komm, die brauchen neue Lackierung. Fahrt los! Lackier die neu! Noch eine Basis! Dann aber mal weg hier. Okay, da ist eine Basis, da ist eine Basis und oben ist noch eine Basis. Ein treffender Aufklärungsbericht. Das New Paradigm hat ein wichtiges Artefakt geborgen. Verhindern Sie, dass die Truppen ihren Transporter erreichen und bergen Sie das Artefakt. Was ist los? Ihr wollt mich verarschen, ja? Oh Gott, warum hole ich nicht mehr Einheiten? Bin ich bescheuert? Ich will jetzt keine Antwort auf diese Frage hören. Dann nehmen wir auch noch eine mit. Und wir brauchen mehr von allem. Schick los. Nein, Moment, da passen noch zwei rein. Schick los.
hau ab, du verfickte. Verfickte Mucke, hau ab! Und wohin fahren die? Wo ist denn hier scheiß Transporter? Kann mir das jemand sagen? Nein, wir wissen es nicht. Ah, oh, und. Ja, geil. Ja, genau. Fickt euch doch. Und ihr sollt da wegfahren. Arsch. Ob sammeln, reparieren. Komm, komm, komm. Ich hab doch nicht ewig Zeit. Das Reparieren funktioniert schon wieder so. Ah, Rückzug, komm. Weg da. Arsch. Komm, Verstärkungen sind eingetroffen. Oh man, sind die selten dämlich. Ich flipp gleich aus, ey. Ist gleich Kommission gescheitert oder sowas, ja, weil sie ein Transporter, der weiß wo liegt. Schau hier irgendwo da oben und 20 Milliarden Basen sind noch dazwischen und ach, fick dich. Nein! Ich will noch mehr von den Dingern. Nein, oh. Warum hole ich denn noch mehr Verstärkung? Bin ich bescheuert? Das frage ich dir schon wieder. Ich wollte schon beim ersten Mal. Nein, nein, den wollen wir nicht. Nö. Artillerie brauchen wir heute mal keine. Brauchen noch ein paar Bunkbuster? Bunkerbuster. Ich werde es mir nie merken. Dann nehmen wir lieber zwei Beförderer mit. Die hauen mir rein, glaube ich. Oh Gott, ich glaube irgendwas. Ja, das kann schon mal gar nicht funktionieren. Und wir brauchen. Dich schicken wir auch mit. Los, los, los. Oh, macht ihr auch mal irgendwas. Ach ja, übrigens, die Einheiten, die befördert sind, sind ein wenig schneller und genauer, habe ich gelesen. So, es muss reichen. Haben nicht ewig Zeit. Kommt, repariert euch mich selbst da. Der Press kriegt er gebacken oder was? Ne? Wie sie schon wieder vorbeischießen. Ne? Ach, wie geil ist. Geil ist doch einfach nur ist. So geil. Ich kann es gar nicht beschreiben. Oh ja, knallt die Basis in die Luft. Scavenger-Basis ausgelöscht. Ach, geht doch. So, kann ich von da unten irgendwo hin? Was ist da unten? Gar nichts? Hä? Gibt doch jetzt überhaupt keinen Sinn. Hä? Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, Verstärkung, ja. Genau, was ich brauche. Ich brauche davon noch viel mehr.